Der Mann auf halber Treppe konnte sich seit Tagen nicht entschließen, ob er hinaufgehen oder hinabsteigen sollte. Die Jahre vergingen und der Mann zögerte weiter, hoch oder runter. Und eines Tages stürzte die Treppe ein. Gonzalo Tavares ist von Hause aus Philosoph. Davor hat er versucht, Fußballprofi zu werden, was fast geglückt wäre. Er hat sich 2001 ein Stipendium geben lassen und hat 2001 angefangen zu schreiben. Seitdem eigentlich nicht mehr aufgehört. Inzwischen sind mehr als 40 Bücher rausgekommen, die er alle in Reihen organisiert. Er hat das selbst mal so ausgedrückt, dass wenn er sehr gute Laune hat, schreibt er sehr düstere Bücher. Es gibt eine Reihe, die nennt sich Das Reich, in den mit 5 Romanen, die alle sich in dem Zeitalter der Technik und der Gewalt und der Kriege abspielen. Und er sagt, wenn er sehr schlecht gelaunt ist, schreibt er gut gelaunte Bücher. Und eine Reihe dieser aus dieser gut gelaunten Serie hat vor ein paar Jahren die Edition Korrespondenzen entdeckt und endlich 10 Jahre nach dem Erscheinen des Originals in Portugal auf Deutsch herausgebracht. Und daran arbeite ich als Übersetzer. Wir haben jetzt 6 Bände herausgebracht. Es geht um ein Stadtviertel, das sich mit jedem Band neu bevölkert. In jedem Band kommt eine neue illustre Persönlichkeit. Es sind im Moment alles nur Herren dazu, angefangen von dem Herrn Valéry, dem Herrn Henri, dem Herrn Brecht, dem Herrn Calvino und dem Herrn Kraus, bevölkert sich so nach und nach ein Stadtviertel mit skurrilen Gestalten. Der Löffel. Um seine Geduldsmuskulatur zu trainieren, legte Herr Calvino einen sehr kleinen Kaffeelöffel neben eine riesige Schaufel, wie man sie üblicherweise beim Bauen verwendet. Dann setzte er sich ein unverhandelbares Ziel. Einen Haufen Erde, 50 Kilogramm Welt, von einem Punkt A nach Punkt B zu schaffen. 2 Punkte, 15 Meter voneinander entfernt. Die Schaufel blieb dabei liegen, unangetastet, aber gut sichtbar. Calvino nahm den kleinen Kaffeelöffel, um den Haufen Erde von einem Punkt zum anderen zu schaffen, und hielt ihn dabei mit allen verfügbaren Muskeln. In dem winzigen Kaffeelöffel wirkte jedes noch so kleine bisschen Erde, wie von Calvinos stets wacher Neugier liebkost. Indem er geduldig die Aufgabe meisterte, ohne je aufzugeben oder die Schaufel zu nehmen, glaubte Calvino, mit einem einzigen winzigen Löffel gleich mehrere sehr große Dinge zu lernen. Ein Brief von Calvino aus dem Urlaub. Verehrteste Anna, hier überlagern die Felder mit ihren kräftigen Halmen weiterhin mehr die Bewegung der sexuellen Betätigung als deren Geräusche. Es besteht also eine deutliche Diskordanz zwischen dem Laut und seinem Ursprung. Und insofern, als Lust ein das Fassbare übersteigender Überschwang ist, wird deutlich, wie das erregte sich Aufschwingen des Lauts daher zum eigentlichen Träger der Handlung wird und, über den Wind, die Gesichter so mancher Dörflerinnen erröten lässt, die aus dem Fenster zu sehen gedachten, doch letztendlich hören. Dank der fruchtbaren Felder, die in diesen Momenten wie ein Vorhang sind, hinter dem sich junge Paare wie gut gestimmte Musikinstrumente für Gehörlose abmühen, stellen sich Fenster, meine liebe Anna, auf einmal als nutzlos heraus. Das Fenster, eins der Fenster von Herrn Calvino, das mit der besten Sicht auf die Straße war, von 2 Gardinen verdeckt, die man dort, wo sie sich in der Mitte trafen, zuknöpfen konnte. An der einen Gardine der rechten waren Knöpfe, an der anderen die entsprechenden Knopflöcher. Wollte Calvino aus diesem Fenster sehen, musste er erst jeden der 7 Knöpfe aufknöpfen. Dann erst schob er mit der Hand die Gardine beiseite und konnte hinaussehen, die Welt beobachten. Am Ende, wenn er gesehen hatte, zog er die Gardinen wieder zusammen, knöpfte jeden Knopf einzeln zu. Es war ein Fenster zum Zuknöpfen.
Wenn er morgens das Fenster öffnete, langsam aufknöpfte, spürte er in seiner Tätigkeit jene erotische Intensität dessen, der zart, aber auch gierig eine Geliebte entkleidet. Dann sah er ganz anders zum Fenster hinaus, als sei die Welt nichts zu jeder Zeit frei Verfügbares, sondern etwas, das ihm und seinen Fingern eine Abfolge präziser Bewegungen abverlangte. Die Welt hinter diesem Fenster war nicht dieselbe. Calvino war mit einer verstörenden Höflichkeit ausgestattet. Bei gesellschaftlichen Zusammenkünften, auch in fremden Häusern, setzte er sich so schnell wie möglich nacheinander auf alle möglichen Stühle, solange noch niemand sonst Platz genommen hatte, was unhöflich wirkte. Doch tatsächlich probierte Calvino sie aus, die Stühle, um dann sachkundig den bequemsten und würdigsten, dem verdientesten Anwesenden anzubieten. Er war kein Weinkoster, er war ein Stuhlinspizient. Die Gelehrten. Schließlich entdeckte ein Huhn, wie die wichtigsten Probleme der Stadt zu lösen seien. Es stellte seine Überlegungen den größten Gelehrten vor und es gab keinen Zweifel. Es hatte entdeckt, wie die Menschen sorgenfrei und gut würden leben können. Nachdem sie ihm aufmerksam zugehört hatten, baten die sieben Gelehrten um eine Stunde Bedenkzeit und um über die Folgen der Entdeckung des Huhns zu beraten, während dieses in einem Nebenraum sehr gespannt auf die Meinung der ehrwürdigen Männer wartete. In der Versammlung beschlossen die sieben Gelehrten einstimmig und bevor es zu spät sei, das Huhn zu essen. Die Poesie. Nachdem er mit nur einem einzigen Schluck das Glas Absinth, das er in der rechten Hand hielt, getrunken hatte, sagte Herr Henri: Noch ein Glas Absinth. Herr Henri stand im Garten vor seiner Lieblingsbank, auf der eine Frau saß und Violine spielte. Herr Henri unterbrach die Violinistin und sagte: Der berühmteste Geigenbauer war Antonio Stradivarius. Man kann ihn wohl als den Architekten der Geigen bezeichnen. Er experimentierte mit unterschiedlichen Arten von Geigen, bis er sich für das Maß und die Form der heutigen Stradivarius-Violine entschied. Ich könnte auch ein großer Violinist sein, aber ich habe nie gelernt, Violine zu spielen. Der Alkohol kam sowieso früher als die Violine. Sehr viel früher, als es Violinisten gab, gab es schon Leute, die sich künstlerisch vom Alkohol inspirieren ließen. Deswegen tun Sie mir den Gefallen und stehen Sie mit Ihrer Geige von dieser Bank auf, weil es nämlich meine Bank ist, sagte Herr Henri. Herr Henri sah in die Sonnenfinsternis und verkündete: Sie haben noch gar nicht begonnen. Wenn die Sterne unpünktlich sind, was soll denn der Rest machen, sagte Herr Henri. Herr Henri hatte ein riesiges Fernglas dabei. Wäre mein Fernglas so lang wie von der Erde bis zur Sonne, sähe ich wirklich die Dinge viel näher, sagte Herr Henri. Auf Chinesisch gibt es für Sonnenfinsternis und für Essen das gleiche Wort. Die Sonnenfinsternis ist Dunkelheit, die einen Stern isst. Ein schönes Bild. Herr Henri jedoch setzte das Fernglas ab und holte aus seinem Rucksack eine Flasche Absinth. Nachdem er ein paar gute Schlucke getrunken hatte, sagte Herr Henri: Was für eine schöne Sonnenfinsternis, und nahm noch ein paar Schlucke. Auf dem Boden liegend und abwartend, ob sich etwas am Himmel tat, machte Herr Henri letztendlich die Augen zu und schlief ein. Und als er erwachte, nahm er seinen Rucksack und seine Absinthflasche und zog sich zurück. Ich hatte eine private Finsternis, sagte Herr Henri zu sich selbst, sehr zufrieden mit den Gestirnen, die er in seinem eigenen Himmel gesehen hatte. Eine Sonnenfinsternis, die nur von mir abhängt, habe ich hier in der Flasche, sagte Herr Henri.